Hi Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Map-Vorstellung, und zwar von einer gänzlich neuen Map, die es so noch nicht gegeben hat. Die hat nämlich der liebe Jakob gebaut, der ist hier mit bei uns. Ja, hallo. Und der Füsi. Der Jakob, hallo. Der Jakob ist bei uns aus dem Team. Es geht um die wunderschöne Map Schwatzing. Die wollen wir euch einmal vorstellen, aber wir wollen euch natürlich auch gleichzeitig Schwatzinger. Sagen... Was? Schwatzinger. Schwatzingen. Jakob? Schwatzingen. Was? Ey, weißt du, es ist wirklich, es ist, ey, die Web passt auf jeden Fall vom Namen her zu dir, ey, vom Schwatzen oder was weiß ich. So, Schwatzingen, ey, du kannst uns gleich noch was sagen, gerne wegen dem Namen oder so. Fakt ist eins, die Map ist ein komplett Neubau, ne? Ja, richtig, die ist die Felsbrunnen einmal komplett platt gemacht und neu aufgebaut. Genau, was man hier auch sieht. Wir haben hier in der Mitte einen riesengroßen Berg. Das ist ein gigantisches Forstgebiet. Wir haben ganz, 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 ganz viele Felder. Wir haben hier natürlich auch die Parzellen. Super geil angeordnet, ne? Das hat der Jakob alles gemacht. Wir haben 4 verschiedene Höfe. Wir haben einen Lohnunternehmenhof und so weiter und so fort. Wir haben ein paar Specials hier drin, was wir euch zeigen wollen jetzt alles. Wir wollen euch erstmal die Map vorstellen und wir wollen euch das damit verbundene neue Projekt vorstellen. Weil darum geht es nämlich. Das wird nämlich unsere Challenge-Map. Wir haben uns so gedacht, warum sollen wir irgendeine Map nehmen? Ich meine, klar, es gibt wieder super coole Maps, die auch bestimmt dafür geeignet werden, aber prinzipiell ist es immer gut, was Individuelles zu haben, weil das können wir nach unseren eigenen Wünschen eben anpassen und optimal dafür herrichten. Und weil der Jakob sowieso gebaut hat und weil der Jakob im Team ist, hat sich das ja super angeboten, ne? Gut, wir erkunden jetzt erstmal ein bisschen die Map und ich erzähle euch erstmal nebenbei so ein klein wenig, um was es hier geht, denn die Challenge wird ziemlich außergewöhnlich. Da werden wir eine ganze Schippet oben drauf packen, was die Challenge allgemein betrifft, denn ihr kennt natürlich jetzt die Gumsting Challenge, aber wir wollen natürlich jetzt nicht einfach eine Gumsting Challenge 2.0 machen, sondern wir wollen natürlich nochmal eine dicke Schublade drauflegen und wollen hier euch natürlich was Neues bieten und was gänzlich anderes bieten und vielleicht auch was bieten, was es so im LS noch gar nicht gegeben hat, aber wir wissen natürlich nicht, ob wir damit in die Kacke treten, das muss man auch ganz klar sagen. Es kann natürlich sein, es wird ein Reinfall, aber damit müssen wir dann auch leben. Fakt ist eins, wer nicht probiert, der nicht kassiert. Gefrisi? Ja. Genau. Soll ich einfach mal weiterreden oder willst du mal übrigens, kurz? Übrigens, guck dir diese Map sehr, sehr gut an. Wirklich sehr, sehr gut, auch von oben. Jeder Detail der Winkel, weil das wird die Map sein, die dich zerstört, mein Freund. Hier wirst du leiden und wirst du dir genüsslich erstmal das Monster reinpfaffen. Es wird hier passieren, meine lieben Freunde. Yeah. Es wird hier passieren. Ich glaube, wir werden hier mal so ein Special machen, da können wir nochmal drüber reden, dass wir hier mal größere Challenges zwischendurch machen mit einzelnen Bestrafungen. Das wäre auch mal eine geile Sache. Fakt ist eins, die Map ist neu gebaut, die Map hat 4 Höfe. Es wird ein reines RP-Projekt. Also es wird sehr, sehr Roleplay-lastig, das können wir euch schon sagen, denn wir wollen euch ganz kurz mal was erklären. Und zwar, wir werden nur zu der Geschichte, zu der Vorgeschichte, wir werden auf diese Map kommen. Freezy und ich werden auf dieser Map quasi angereist kommen und wir werden erstmal nichts voneinander wissen in dem Sinne und werden dann quasi uns eine Arbeit suchen. Es wird verschiedene Stationen auf der Map geben. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht und zwar, es wird einen Händler geben. Es wird einen Förster geben. Das ist alles besetzt durch einzelne Charaktere. Ne? Also das ist jetzt nicht hier so fiktiv nur, sondern da gibt es wirklich Charaktere, also richtige Menschen, die mit hier auf der Map sind und die quasi als Person dahinter stehen und die quasi uns diese Interaktion bieten. Wir haben einen Vermesser. Das heißt, alles, was mit Land zu tun hat und so weiter, wird der Vermesser machen. Es wird ein Lohnunternehmen wieder geben, allerdings, also der LU-Hof zum Beispiel, das können wir uns gleich mal anschauen. Wir springen mal zum LU-Hof, unten in der Mitte. Genau, wir haben hier einen wunderschönen kleinen LU-Hof, oder was heißt klein, also so klein ist er auf gar keinen Fall. Die haben hier schön viel Stellfläche. Ich finde halt auch schön, der Jakob, der hat halt hier auch wirklich viel Details mit eingebaut, gerade diese Containerchen, was hier rumsteht, oder hier vorne diese, also diese hier hinten, die großen Container, hier vorne der Bauschutt, oder die Papiertonnen, oder was auch immer, ne, das sind einfach so Sachen, die, was ich persönlich immer finde, eine Map halt erst lebendig machen und leben lassen, ne.
Hier ist mal ein anderes Lager verbaut und so weiter. Das ist der LU-Hof. Der kann natürlich noch frei gestaltet werden von den Jungs. Ne? Was sie noch brauchen, können die sich hier einfügen. Ich finde auch das mit der Betonwand hier. Das habe ich das letzte Mal schon gesagt, dir Jakob, ne? Aber ich finde so dieser Höhenunterschied hier und diese Betonwand, das finde ich echt geil, Alter. Muss ich echt sagen. Und dass dann hier so diese Halle eingelassen ist. Ist eine coole Sache. Ja. Genau, das ist der LU-Hof. Es wird ein LU geben, was so ungefähr so aus 4-5 Personen bestehen wird. Also es wird kein sonderlich riesengroßes LU werden. Man muss auch ganz klar dazu sagen, wenn man sich jetzt hier das LU mal anschaut, ne? Das wird mal ein Hof vielleicht von Friesi, das mal ein Hof vielleicht von mir oder umgedreht, man weiß es nicht. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ne? Die Anfahrtswege vom LU werden auch sehr weit sein. Also wir müssen schon ein bisschen gucken, dass wir das selber alles schön hinkriegen. Ne? So. Und was wird es noch geben? Es wird einheimische Bauern geben. Also es wird andere Bauern geben. Es wird so einen kleinen, ich sag mal, griesgrämischen Bauern geben. Den werde aber dann, denke ich, auf jeden Fall im Laufe des Projektes noch kennenlernen. Und es wird einen, ja, etwas Bio... Warte. Ja? Achso, ja, mach jetzt die Bauern fertig. Ich dachte, du... Ja. Es wird noch einen Biobauern geben. Also hier auf der Map wird auch ein Biobauer angesiedelt sein, der halt sehr viel Wert auf die biologischen Sachen legt und, ne, und alles gesund und bla. Und naja, ihr wisst schon, ein Biobauer. Also ne? Das kann interessant werden. Also das Schöne ist, dadurch, dass wir das Bio-Projekt einstellen, kriegt man hier wieder einen kleinen Biobauern rein. Also das heißt, so ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz Bio ist auch hier wieder mit dabei. Aber natürlich... wird das nicht so die große Rolle spielen für unsere Sachen dann. Aber vielleicht wird ja auch einer von uns zum Biobauern und macht eine Kooperation mit dem. Keine Ahnung, man weiß es nicht. Es ist, glaube ich, ganz, ganz viel offen, was das betrifft. Aber warum wird es interessant für Sie? Man muss ja dazu sagen, dass man hier, also wir spielen ja hier nicht Mani oder Güni, wir spielen ja auch nicht Hans-Josef Gustav, wir spielen ja hier schon Tino Fries, ne? Und naja, ich kann ja mit dem Biobauern gar nichts anfangen. Wenn der mal einen Hof betritt, kriege ich direkt Hausverbot, ey. Ja. Nur, dass du keinen Hof hast. So, Noch nicht. Ich hoffe, es wird dein erster Arbeitgeber, Alter. Ich hoffe so, es wird dein erster Arbeitgeber, ey. Ich hoffe echt. Der schneidet so einen Kanister auf den Rücken. Links und rechts zwei Schläuche dran. Das ist die Biospritze, ey. Da kannst du über das Feld latschen, von früh bis Abend. So. Ja. Was haben wir noch? Es wird einen Polizei- und Bürgermeister geben. Ne? Polizei, Bürgermeister, so. Diese Rubrik wird auch wieder besetzt werden. Recht und Ordnung, glaube ich, wird bei uns vonnöten sein. Da werden wir nicht drum rumkommen, um die absolute Anarchie zu vermeiden. Und halt wirklich ein bisschen auch das Regelwerk offen, also das Regelwerk aktiv zu halten. Ja? Würde ich dann auch ganz gerne einen Anwalt haben wollen, weil ich glaube, gegen dich brauche ich den ein paar Mal. Ja, alles klar. aber auf jeden Fall wird es auch einen Landhändler, soll es auch geben. Ne? Also der Landhändler, der Landhandel, der klassische, soll auch besetzt werden. Und so weiter und so fort. Das heißt, wenn wir Saatgut, wenn wir Dünger kaufen wollen, auch Sachen verkaufen wollen und so weiter, haben wir da auch eine Person, einen Charakter, mit dem wir dort interagieren können und so weiter und so fort. Das ist erstmal so unser Plan. Ne? Regelwerk, technisch muss man noch ganz kurz was dazu sagen, es wird nicht allzu viele Regeln geben, weil das Ganze auf RP läuft. Und deswegen wird sich alles aus der Situation heraus ergeben und man muss halt eben die Konfrontation oder sonstiges halt... ja, versuchen dann im RP zu lösen. Das ist halt einfach die Sache. Ne, man muss natürlich auch immer selber dann mal gucken, wie weit reizt man das aus, wann gibt man mal nach, wann ist wieder Friede vor der Eierkuchen und so. Aber da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und uns geht es einfach darum, auf diese Karte hier etwas Leben zu bringen. Also wir wollen die Challenge machen, das ist der Hauptgedanke, dass wir zwei wieder irgendwo in einer gewissen Art und Weise gegeneinander antreten. Das wird auch definitiv so sein, mit zwei Höfen und so weiter und so fort. Aber es wird ganz viele andere Rollen hier geben, die ganz viele beeinflussende Faktoren halt eben haben können. Und es ist eben so, dass nicht nur wir jetzt irgendwo hinfahren, wenn wir mit irgendjemand reden wollen, sondern auch bei uns die Leute einfach reinschneiden werden, ne, und immer wieder ganz neue Situationen hervorrufen. Wir wissen nicht, wie das bei euch ankommt. Schreibt das bitte mal in die Kommentare, ne? Wir gucken uns gleich die Map noch ein bisschen mehr an. Also das wäre jetzt wirklich ganz wichtig, Leute, dass ihr das mal... Also eure Grundeinstellung da gegenüber, genau. Also so die Grundeinstellung, das wäre wirklich wichtig, weil wir finden, dieses Projekt hat einen ganz entscheidenden Faktor. Und zwar, ihr werdet nie wissen, was in der nächsten Folge passiert. Ja. Also es ist einfach unberechenbar. Okay? Das Problem ist, wir werden selber nicht wissen. Weil diese ganzen Charaktere, die hier spielen, und das werden 9, 10, 11 Charaktere sein,
sich einfach ihr eigenes Leben aufbauen und ihre eigene Story entwickeln. Und das heißt, also quasi ihren eigenen Weg entwickeln. Und das heißt, auf den haben wir persönlich jetzt keinen Einfluss. Das ist nicht geskriptet oder so, sondern die machen schon ihr eigenes Ding hier. Ne? Und ja, also es wird sehr interessant. Man kann so ein bisschen wirklich mit GTA, Arma, Hardcore-RP vergleichen. Aber wir wollen dieses richtig krasse Hardcore-RP natürlich auch nicht machen, in dem Sinne durchziehen, sondern es soll schon noch ein bisschen Spaß und alles lustig dabei sein. Schreibt uns die Kommentare, wie ihr es findet. Das ist erstmal die Projektidee. Wir finden einfach, damit können wir euch vielleicht die maximale Spannung und Unterhaltung liefern. Es ist natürlich mega anstrengend für uns, weil wir, mal gucken. Das Projekt ist erstmal angesetzt auf 7 Tage. Also jeden Tag eine Folge. Ob wir das Ganze stemmen können in dem Umfang, wird sich im Laufe des Projektes entscheiden. Oder ob wir vielleicht nur 4 oder 5 oder 6 Folgen schaffen, wir wissen es nicht. Aber wir werden versuchen, täglich eine Folge zu liefern. So, gut. Ansonsten, auf der Map sind noch ein paar Besonderheiten mit eingebaut, wo wir euch jetzt die eine oder andere schon mal zeigen können. Nämlich, es gibt direkt eingebaute Challenges. Wo ist denn die... Ach ja, wir gehen mal zum Wasser. Also einfach mal zum Wasser springen. Oh. Bei der Spinnerei da in der Nähe. Hier haben wir einen schönen Wasserträger übrigens, an dem wir ranfahren können. Ne? Hier mit den Rohren und alles. Auch sehr, sehr schön, muss man echt sagen. Der Jakob. Kostet das Wasser was oder ist das free? Das ist kostenlos. Ah, okay. Kostenlos Wasser, ja. Gut. Hier, meine lieben Freunde, seht ihr zum Beispiel, haben wir 2 Brücken. Das ist eingebaut worden extra in die Map als kleine Challenge. Es ist eben so, dass die 2 Brücken unfertig sind. Das heißt, man kann sie nicht befahren. Wir aber die Möglichkeit haben, diese Brücken mit Holzstämmen fertig zu bauen. Wie wir das machen, wann wir das machen, in welcher Zeit wir das machen, ist eigentlich frei. Ne? Also das heißt, wir können das schon frei entscheiden. Es wird einen Vorteil für denjenigen bringen, der die Brücke fertig hat, aber der andere wird diesen Vorteil auch bekommen, sobald er auch die Brücke fertig hat. Also es macht dann schon irgendwo Sinn, dem Ganzen nachzuziehen. Die Frage ist halt immer, wie groß ist der Vorteil? Was ist es für ein Vorteil? Spielt es aktuell in die Richtung, wo ich vielleicht mit meinem Hof oder sonstiges gehe, eine Rolle? Ne? Von dem her kann ich entscheiden, wann fange ich das Ganze an und wann nicht. Aber das ist zum Beispiel so eine kleine Challenge, die interessant werden könnte, denn es könnte schon dazu kommen, dass wir beide gleichzeitig an den Brücken dann arbeiten und versuchen, die fertig zu kriegen. Denn es könnte ja auch sein, dass der Erste, der die Brücke fertig baut, einen minimal größeren Vorteil hat, ne? Wo sich dann schon wieder lohnt. Muss man halt einfach mal schauen. So, gut, wo können wir noch hin? Zum Hafen? Theoretisch Stein oder beim Händler, was ich eben gemeint habe. Achso, Händler, können wir noch einmal ganz kurz schauen, genau. Es sind halt eben auf der Karte, Moment, wo war das eben? Ach, hier drüben, ja. Sind eben auf der Karte auch immer mal so kleine Gimmicks verbaut, oder so kleine Hotspots, wie zum Beispiel hier sind so 2 Holzlagerflächen, ne? So, da könnte sich auch mal so eine kleine Challenge draus entwickeln. Es kann ja sein, der Förster kommt mal an oder irgendein anderer sagt, hey, ich brauche da mal 25 Raummeter Holz, ne? Einmal links, einmal rechts, wer die zuerst reinballert in das Ding hier, ja, ne? Ihr versteht, was ich meine, oder? Solche Sachen halt, ne? Das, also, wir haben halt einfach schon ein paar Sachen, ein paar Challenges fest in die Map integriert. Dann können wir nochmal zum Hafen gehen. Das ist leider jetzt aktuell noch nicht aufgebaut. Das wird aber zum Beginn der Map aufgebaut sein. Jakob, wo wird das sein dann? Genau, hier vorne, wo ich bin. Genau, hier auf dem Platz. Hier auf dem Platz, genau. Hier auf dem Platz wird das ATC-Pack. Ist es dann fest in der Map verbaut? Nee, das wird aber ein Safe-Game werden und das habe ich vor, dann mit zu veröffentlichen. Ah ja, gut. Also, es ist eben so, dass hier zum Beispiel Container entstehen werden. Also hier werden ganz viele Container stehen oder einige Container stehen und da wird auch eine Challenge draus entstehen, ne? Mit den Containern, mit den ADC-Pack. Also da könnt ihr euch auch auf was gespannt machen. Wir wollen aber jetzt auch nicht zu viel verraten oder beziehungsweise alles verraten. Es soll ja ein bisschen spannend bleiben. Fakt ist eins, wie der Jakob gerade gesagt hat. Die Map wird veröffentlicht. Also das heißt, ihr bekommt die Map zur Verfügung. Ne? Wie, wo, wann, wo, das werden wir euch alles noch sagen. Also die könnt ihr dann ganz normal downloaden und könnt euch da gönnen. Und es wird das Safe Game, was wir spielen, nämlich wo die Container hier aufgebaut sind und so weiter und so fort, könnt ihr auch noch mit downloaden. Das bekommt ihr auch noch mit zur Verfügung und könnt ihr dann theoretisch, wenn ihr denn wollt,
so unter Kumpels oder im Freundeskreis das Ganze auch nachspielen. Ne? Also, weil wir haben halt eben damals bei der Challenge ganz oft gehört, hey, wir spielen das nach und es macht riesen Spaß und wir konnten da viele Leute auch dazu bewegen und das hat uns halt mega gefreut. Und deswegen stellen wir das dann gleich relativ zeitnah, also wir werden die Challenge beginnen und kurze Zeit später wird eben die Map inklusive Safe-Game für euch zur Verfügung stehen. Natürlich auch wieder mit Modpack und allem drum und dran, aber da klären wir euch noch auf, wie das Ganze wird. Ich nehme an, ich weiß gar nicht, Jakob, wird es über die Homepage dann laufen? Es wird auf jeden Fall über die Homepage erreichbar sein, genau. Ja, genau. So, also Homepage mcmanus.de, unten Videobeschreibung, A statt 4 und so weiter und so fort, naja, bla bla bla. Genau, so sieht's aus. That's it, das wollten wir euch zeigen. Jetzt können wir noch ein paar Hotspots auf der Map anfahren, wenn du Bock hast. Könnt ihr gerne mal hin zum Waldgebiet fliegen. Ich weiß nicht, wie viele Bäume hast du besetzt? Ey, das Waldgebiet ist Hammer, ey. Die genaue Zahl weiß ich leider nicht. Ich würde aber mal schätzen, das sind ein paar tausend. Was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass die Map 2 Biogasanlagen hat. Ach ja, genau, das war ja auch noch das Interessante. Wir haben 2 Biogasanlagen. Zu den Höfen zum Beispiel ist das Hof 1 und Hof 2 von den Hallen quasi identisch ist. Also das ist auch, gleichberechtigt ist quasi. Ja, also Hof 1 und Hof 2 sehen etwas unterschiedlich aus, aber haben exakt denselben Aufbau. Genau, richtig. Ja, sind übrigens sehr coole Höfe, wie ich finde. Ja, müssen wir gleich auf jeden Fall mal rein. Aber guckt euch das mal hier an, Leute. Ihr geht hier über den riesengroßen Berg, der voller Holz ist, Alter. Mal ohne Scheiß, das wäre auch mal eine Langzeit-Challenge, hier alles abzuholzen, was auf dem Berg ist. Aber guckt euch das mal an. Hier ist hier so ein Ding, so kannst du chillen. Hier kann man dann so schön hier seine Sachen hinstellen für Forst. Weißt du, fängst du hier an und arbeitest sich dann hier nach rechts oder nach unten weiter durch. Sehr nice gemacht. Hallo. Also das ist auf jeden Fall eine Langzeit-Challenge. Ja, auf jeden Fall. Ey. LS21 kommt. Ja. Ja, ihr habt das ja mitbekommen, wo wir versucht haben, den Wald hier abzuholzen. Nach 3 Tagen hatten wir keine Lust mehr und hatten nur ein Viertel weg. Ja, also das ist schon unglaublich viel. Ja. Aber es ist halt schon cool. Also gerade hier mit in der Mitte, diesen großen Berg, das finde ich schon cool. Kann man vielleicht auch noch eine coole Sache mit einbauen. Ja, gehen wir doch einfach mal zu den Höfen, Hof 1 und 2, die können wir uns noch mal ganz kurz Auge drauf machen. Da hinten ist der Hof 1 oder Hof 2, Moment. Da wo du hin bist, ist Hof 1. Ja, Hof 1. Genau, hier ist Hof 1. Das heißt, ich habe die Höfe auch erstellt quasi, also im Multiplayer jetzt, da könnt ihr auch einfach rein, dann habt ihr auch die ganzen Symbole auf der Karte. Ach so, genau, also die Höfe sind quasi, Höfe sind erstellt, das heißt, wenn wir jetzt einmal in Hof 1 gehen, dann haben wir hier die Symbole, genau. Also sind erstmal alle Tiere vorhanden auf jedem Hof. Es ist ein Farmhaus vorhanden, es ist natürlich ein Lager vorhanden, es sind ein paar Unterstellsachen vorhanden. Moment, Werkstand, eine Werkstatt für schnelles Um- und Anbauen, ne, von genau. Pflegebereich, von Breitreifen, Gewichte, was auch immer. Ja. Und das fand ich zum Beispiel ganz cool, weil es war manchmal so, dann konntest du nur den Trecker nehmen, aber der hatte gerade das LU, ne, und blabliblub. Und dann kann man jetzt hier halt Dreck am Hof umbauen, kostet halt eine Kleinigkeit, aber man kann es sofort machen. Finde ich eigentlich sehr cool. Auf jeden Fall, also wirklich sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. So, gucken wir nochmal zu Hof 2. Da habe ich nur mal eine, muss ich mal was nachschauen hier. Ja. So, das ist eben das Schöne. Guckt euch das mal an. Jetzt hier, du kannst mal auf Karte gehen. Man kauft nicht jede Parzelle, man kauft nicht eine Parzelle und hat direkt alle Höfe, man kann sich hier entscheiden, ne? Komme ich jetzt in Schweinehof, gehe ich doch besser auf Schafe oder was auch immer, aber man kann sich das alles kaufen, ne? Und ist für in Parzellen eingeteilt, das fand ich auch sehr cool. Also, genau, also dass man quasi Schaf einzeln kaufen kann, Schwein einzeln kaufen kann, ja. Den Hof an genau, sich kaufen kann. Genau, ja. Hühner, Dings, ja. Stimmt, hast du cool gemacht, Jakob. Die Parzellen dazu sind tatsächlich auch angepasst an die Preise von den Ställen selber. Also der Kuhstall zum Beispiel kostet, wenn man ihn so normal kauft und platzieren will, kostet er 300.000. Die Parzelle hierzu kostet 300.000 und 780 Euro. Wow. Also das habe ich soweit angepasst, damit das einfach quasi 300.000 ist schon eine Hausnummer. Ja, es kostet richtig. Aber der Stahl halt normalerweise. Ja, aber nee, ist halt, klar. Wie gesagt, also ich habe extra die Preise vom Standardspiel quasi nachgeschaut und habe das dann darauf angepasst. Ja, sag mal, sehr cool. Sind das hier unten Silos oder? Ja. Ja, klar, fast Silos. Richtig.
Richtig, das sind Fahrsilos. Hat halt auch jeder Hof zwei Fahrsilos und so weiter und so fort. Also es ist schon wirklich sehr cool. Oder? Die sind mit im Kuhstall mit drin, alles klar. Genau, richtig. Ja. So, ja, gut, ich switche mal ganz genau kurz in den dritten Hof. Genau, dann haben wir hier noch den dritten Hof. Da kann dann ein Bauer sich niederlassen, zum Beispiel entweder der Griesgram oder eben der freundliche Biobauer oder was auch immer. Oder unfreundliche Biobauer, wissen wir ja noch nicht. Genau, und dann haben wir noch einen vierten Hof. Aber Hof 3 und 4, die unterscheiden sich wieder, ne? Also die sind nicht gleich, oder wie? Genau, die unterscheiden sich von den Gebäuden auch ein bisschen. So. Auch von der Größe, ja. Von der Anordnung und so weiter. Na gut, von der Anordnung sowieso. Ah, ist halt cool, es ist alles individuell. Egal, wo du hinfährst, auf welchen Hof, du siehst immer wieder was Neues. Ne? Du hast immer wieder ein neues Bild, es wiederholt sich nichts. Das ist halt eben das Schöne an der Sache. Obwohl halt trotzdem die Gleichberechtigung in dem Sinne da ist, was jetzt die Challenge-Höfe betrifft, was eigentlich relativ wichtig ist. Gut. Aber ich würde sagen, ansonsten wollen wir gar nicht alles von der Karte verraten, sondern wollen erstens, wenn ihr die Karte dann zur Verfügung habt, euch ja noch ein bisschen Erkundungsfreiraum lassen. Und wir wollen ja auch in der Challenge, in dem Projekt dann noch ein bisschen euch noch ein bisschen was Neues bieten und immer mal eine Überraschung. Und deswegen wartet es einfach ab. Schreibt uns unbedingt in die Kommentare, wie ihr es findet. Tut das Däumchen da lassen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr Bock auf die Challenge habt und nur mal so zur Info, Name steht noch nicht hundertprozentig fest, aber es geht so ein bisschen in die Richtung vielleicht True Farming, also, ne, wenn ihr mal wissen wollt, so, True Farming, zack, so, ja, mal schauen, irgend sowas wird's werden. In diesem Sinne, vielen Dank. True Farming hört sich schon cool an. Finde ich auch, ja. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, lasst das Däumchen da, schaut bei Physi vorbei. Wir sind erstmal raus und gebt den Jakob Support, ne? Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.